Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema krank genug sein. Ich glaube gerade, bei uns Essgestörten ist dieses Thema sehr weit verbreitet. Ich glaube, jeder, der eine Essstörung hat, hat das schon mal irgendwo gehört oder kennt es vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Das Gefühl, nicht krank genug zu sein. Ich hatte das selber auch schon, aber vor allem habe ich das schon so unglaublich oft von anderen Leuten gehört. Und also ich kann es auch selber nachvollziehen, aber ich weiß halt auch, dass es sehr, sehr viele andere betrifft. Wenn es euch nicht betrifft, dann ist es natürlich auch kein Ding. Ihr seid trotzdem krank genug, ihr müsst euch jetzt keine Gedanken machen. Aber vielleicht ist das Video ja doch ganz interessant für euch. Viele Leute haben immer das Gefühl, sie sind nicht krank genug, um zu recovern. Sie sind nicht krank genug, um gesund zu werden. Nicht krank genug, um Hilfe zu bekommen. Aber irgendwie, das ist ja, also für jeden normal denkenden, gesunden Menschen, da sind sehr viele Fragezeichen im Kopf. Denn jeder, der nicht ganz gesund ist, ist ja automatisch nicht gesund, also krank. Und ist damit ja auch dann schon krank genug, um gesund zu werden. Denn egal, wie schwer oder eben leicht krank man ist, man möchte ja immer gesund werden, oder? Ich meine, jeder Mensch hat das ja eigentlich verdient, gesund zu werden, strebt das ja auch an. Da ist auch die Frage, muss man es sich verdienen, gesund zu werden? Nein, eigentlich sollte jeder Mensch das Recht darauf haben, gesund werden zu dürfen, solange es irgendwie möglich ist natürlich. Es ist eben oft nicht möglich, aber man muss nicht eine gewisse Schwere der Krankheit erreichen, um gesund werden zu dürfen. Solange man sich Hilfe holen kann, sollte man das tun, egal wie wenig oder viel krank man eigentlich auch ist, weil jeder Mensch möchte ja eigentlich gesund sein. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich hier gerade meine, aber allein schon dieser Gedanke, ich bin nicht krank genug, um gesund zu werden, als ob man, wenn man nicht total doll krank ist, nicht gesund werden dürfte. Und das ist ja eigentlich auch so, umso kränker man wird, umso schwerer ist es, gesund zu werden in der Regel. Von daher macht dieser Logik schon mal tausendmal keinen Sinn eigentlich. Wie gesagt, ich verstehe das sehr gut, warum Leute das denken. Ich versuche nur einfach hier nochmal ein bisschen euch die Augen zu öffnen und vielleicht einfach euch zu unterstützen, euch gegen eure Essstörung durchzusetzen. Eigentlich ist es allein dieser Gedanke, ich bin nicht krank genug, um zu recovern, um gesund zu werden, um Hilfe zu holen, schon das eindeutigste Zeichen, dass ihr sehr, sehr krank seid. Weil jeder normale Mensch würde sagen, mir geht's nicht gut, ich hole mir Hilfe. Das ist ganz logisch. Aber dass du eben genau denkst, du bist nicht krank genug, um dir Hilfe zu holen, das ist eigentlich nur wieder ein Manöver der Essstörung, die sich irgendwas ganz Kompliziertes einfallen lässt, damit man eben nicht sich Hilfe holt, damit man nicht von der Essstörung loskommt. Weil natürlich ist uns allen irgendwie unterbewusst klar, wenn wir uns Hilfe holen, schaut es darauf hin, dass wir gesund werden, dann müssen wir die Essstörung loslassen. Eigentlich ist es sowas wie eine Art Festhalt an der Essstörung, dieses ich bin noch nicht krank genug, also muss ich noch kränker werden, also kann ich noch schön meine Essstörung ausleben. Das ist vielleicht auch ein bisschen der einfachere Weg. Im Großen und Ganzen geht es dann nicht wirklich darum, dass man denkt, ich würde gerne gesund werden, dafür, ich bin noch nicht krank genug. Nein, es ist eigentlich eher, ich will nicht gesund werden, weil dafür müsste ich von meiner Essstörung loslassen. Vielleicht merkt man das gar nicht so. Vielleicht ist es auch wirklich ganz unterbewusst von der Essstörung eben so. Aber ich kann euch auf jeden Fall versichern, wenn ihr solche Gedanken habt, wie ihr seid nicht krank genug, um gesund zu werden, dann seid ihr definitiv krank. Das kann ich euch versichern. Und ihr müsst auch nicht kränker werden. Und das ist auch wieder genau das Ding. Oft denkt man dann, ja, ich bin zu dick, um in die Klinik zu gehen, ich bin zu dick, um von einer Essstörung zu recovern oder sowas. Das denkt man sowieso immer. Da kann ich euch nochmal sagen, ihr werdet euch wahrscheinlich immer zu dick finden, egal wie viel ihr abnehmt, egal wie dünn ihr schon seid, egal ob ihr im Normalgewicht seid, im Untergewicht, Übergewicht, halb tot. Ihr werdet für euch immer zu dick sein. Der Punkt, wo ihr sagt, oh, jetzt bin ich dünn genug, der wird niemals kommen. Das ist ja gerade das Gefährliche daran, deswegen ist es ja so schlimm. Aber ihr müsst auch nicht erst ein bestimmtes Gewicht erreichen, um krank genug zu sein, Hilfe zu bekommen. Denn umso mehr Gewicht ihr verliert, umso mehr Gewicht müsst ihr auch wieder zunehmen. Also macht irgendwie auch keinen Sinn, weil ihr müsst den ganzen Weg, den ihr geht, ja wieder zurückgehen. Und es geht nicht darum, wie viel Gewicht ihr habt, sondern wie tief ihr in der Krankheit drin seid. Und umso mehr Zeit ihr vergehen lasst, umso mehr euch auf die Krankheit einlasst, umso schlimmer wird es und umso schwieriger wird der Weg der Genesung auch. Aber man kann genauso krank sein mit mehr Gewicht wie mit weniger Gewicht. Es ist egal, ob du dein BMI im Normalgewicht hast, im Untergewicht oder im Übergewicht. Du kannst genauso krank sein wie eine Person, die jetzt 10 Kilo weniger wiegt. Es ist genauso, wie dass manche Leute auch im Untergewicht sind, aber psychisch schon gesünder sind als Leute, die zum Beispiel im Normalgewicht sind im oberen Bereich. Das Gewicht hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie krank man ist. Ich glaube, das ist eben auch so ein Faktor. Die Essstörung denkt sich halt, ja, ich muss noch dünner werden, schöne Ausrede, noch ein bisschen abnehmen zu können, weil erst dann bin ich krank. Ich glaube auch, dass da ein sehr, sehr großes Problem eben das Ding ist, dass ab einem bestimmten Gewicht eben nur atypische Anorexie diagnostiziert wird, was ich wirklich total bescheuert finde.
Anorexia nervosa bekommt man ja erst diagnostiziert ab BMI 17,5. Und ich glaube, dass es ein riesengroßes Problem ist. Denn man denkt sich, solange man noch nicht Anorexia nervosa hat, ist man dann nicht wirklich krank. Weil es ist ja eine neue Diagnose, die man erreichen muss, um richtig dünn zu werden. Und solange man noch nicht so tief im Untergewicht ist, ist man offensichtlich auch noch nicht krank genug, wenn man eine andere Diagnose bekommt. Total bescheuert, denn wäre es so, dann gäbe es ja die Diagnose atypische Anorexie nicht. Wenn sie bedeuten würde, dass man nicht krank ist, man ist auch dann krank. Und ich kann immer noch wieder sagen, ich finde diese Abstufung total dämlich. Für mich ist Anorexie Anorexie und ich bin jetzt auch noch krank. Auch wenn ich jetzt im wahrscheinlich oberen Bereich des Normalgewichts bin oder im mittleren Bereich. Ich verdiene jetzt genauso sehr Hilfe wie zu einem niedrigsten Gewicht. Das ist eben genau das Ding. Wir verdienen alle Hilfe, egal wie wir wiegen. Unser Gewicht hat überhaupt nichts damit zu tun, wie krank wir sind. Überhaupt nicht. Wir können mit einem niedrigen Gewicht gesünder sein als mit einem höheren Gewicht. Das hat wirklich, das hat auf gar keinen Einfluss, wie krank wir sind oder eben auch nicht. Und genau das ist eben gerade das Ding. Viele Leute denken auch, bevor sie in die Klinik gehen, sie müssen jetzt nochmal richtig schön abnehmen, damit sie die überhaupt verdient haben und damit sich irgendwie keiner über sie lustig macht oder sie nicht ernst nimmt. Aber genau das ist eben das Ding. In der Klinik sollte man sich eigentlich darauf verlassen, wenn man eine gute Klinik ausgewählt hat, dass die Leute Bescheid wissen und kompetent sind. Und es ist eben in den meisten Kliniken auch so, dass dann nicht nur total Untergewichtige drum rennen, sondern auch normalgewichtige Menschen. Weil man eben eine Essstörung, Magersucht, Bulimie, was auch immer, auch im Normalgewicht haben kann oder im Übergewicht. Es ist nicht so. Untergewicht gleich Essstörung, alles andere ist nicht krank genug. Das ist wirklich, wirklich nicht so. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verinnerlichen, weil sonst wird man sich niemals erlauben können, zu genesen. Denn dafür braucht man ein gesundes Gewicht. Und wenn man jedes Mal, wenn man ein andersweise gesundes Gewicht erreicht, denkt, ach, ich bin nicht krank genug, ich muss wieder abnehmen, damit ich wieder zunehmen kann, das macht ja wohl keinen Sinn. Weil ihr müsst den Weg hier einmal wieder zurückgehen, wisst ihr? Ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht, dass sie, bevor sie in eine Klinik gehen, nochmal denken, sie müssten abnehmen, um anzubeweisen, wie krank sie sind. Aber das ist eben genau das Ding. Kein anderer Mensch denkt so. Normale Menschen denken nicht, oh, sie ist dünner als sie, sie ist also auch kränker. Es ist leider so, dass die meisten Menschen nicht so gut Bescheid wissen, dadurch oft auch angenommen wird, sobald man ein Normalgewicht ist, dass man wieder gesund ist. Oder dass man nicht krank sein kann, wenn man ein Normalgewicht ist. Aber wir sollten unsere psychische und auch körperliche Gesundheit nicht abhängig machen von Menschen, die keine Ahnung über die Krankheit haben. Wir wissen es besser. Wir wissen, dass wir krank sind. Ich weiß mit dem Normalgewicht, dass ich genauso krank wie im Untergewicht. Ich verdiene genauso Hilfe und vor allem verdiene ich es, ein glückliches, gesundes Leben zu haben. Ich verdiene Hilfe. Und Hilfe, also Therapeuten, Kliniken, was auch immer, kennt sich gut genug aus, um euch auch ein Normalgewicht ernst zu nehmen. Ich habe auch schon so oft gehört von Leuten, die Angst hatten, dass sie in der Klinik im Normalgewicht nicht ernst genommen werden. Ich war noch nicht in der Klinik, aber ich habe es auch schon so oft gehört, ich kann nur von Erfahrungen sprechen, die ich von anderen Leuten gehört habe, dass man in jedem Gewichtsrahmen ernst genommen wird, weil eben Menschen, die sich damit auskennen, wissen, dass es überhaupt nicht gewichtsabhängig ist, wie krank man ist. Das kann ich euch nur immer wieder sagen. Die Krankheit beginnt im Kopf. Mit dem Gewicht hat sie eigentlich nur relativ wenig zu tun. Das ist irgendwie ein Ziel der Krankheit, aber wie gesagt, wie krank man ist, das ist wirklich von außen nicht sichtbar. Lasst euch nicht von Leuten, die keine Ahnung haben, triggern. Wenn Leute irgendwas sagen, lasst es wirklich nicht an euch ran. Ich weiß, Menschen sind dumm. Und Menschen sagen dumme Sachen wie, oh, deine Essstörung sieht man dir ja gar nicht an. Aber glaubt mir, ihr habt genauso Hilfe verdient. Und es gibt auch Leute, die sehen es selbst bei total untergewichtigen Leuten nicht und sagen, oh, das sieht doch normal aus, da wir sind total untergewichtig. Wenn wir wirklich auf solche Leute hören wollen, wenn wir unser Glück und unsere Gesundheit in die Hände von Menschen legen, die keine Ahnung haben, dann können wir es gleich vergessen. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen uns dem bewusst werden, was wir eigentlich alle wissen, dass eben die Krankheit mit dem Gewicht nichts zu tun hat, dass die Krankheit aus dem Kopf kommt. Am Anfang der Krankheit, bevor wir abgenommen haben, sind wir genauso krank wie mitten in der Krankheit und genauso krank wie wahrscheinlich noch in der Recovery. Hoffentlich wird es dann besser, wenn man sich Hilfe geholt hat. Aber man ist nie nicht krank genug, um gesund zu werden. Man ist nie nicht krank genug, um sich Hilfe holen zu dürfen. Das ist vom Gewicht wirklich total, hat damit wirklich gar nichts zu tun, gar nichts. Egal, was diese ganzen Leute sagen, die keine Ahnung haben und sich eben mit Anorexie oder Essstörung generell gar nicht auskennen. Genauso, wenn ihr welche Symptome nicht habt. Zum Beispiel, wenn ihr Schokolade essen könnt und denkt, jetzt seid ihr gar nicht richtig krank. Ich konnte immer Schokolade essen. Ich konnte auch immer eine bestimmte Anzahl Kalorien essen, die andere Leute so stark unterschritten haben. Ich habe nie nichts gegessen. Ich habe nie einen Tag gefastet. Trotzdem war ich immer krank genug. Jede Essstörung ist anders. Jede Essstörung hat andere Symptome. Manche haben Bewegungsdrang, manche nicht. Manche wiegen sich immer, manche nicht. Manche zählen Kalorien, manche nicht. Manche sind im Untergewicht, manche nicht. Das ist genauso, wie wir Menschen alle anders sind. Manche haben braune Haare, manche sind blond, manche sind laut, manche sind leise.
Manche sind introvertiert, manche sind extrovertiert. Manche mögen es draußen zu sein, manche sind gerne drinnen. Das ist so unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders. Genauso ist auch jede Essstörung anders. Es gibt eben ein paar Punkte, die auf viele zutreffen. Weil sie auf dich nicht zutreffen, heißt es aber nicht, dass du nicht krank genug bist. Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt echt hier ganz schön um Kopf und Kragen geredet. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich wollte dieses Thema einfach nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist eigentlich jedem von uns bewusst, aber manchmal schleicht sich der Gedanke, ich bin nicht krank genug, ein, ohne dass wir so richtig merken. Und ich glaube auch nochmal, diese Sachen, die man eigentlich selber weiß, von außen nochmal gesagt zu bekommen, kann extrem helfen. Und falls ihr es einfach gerade nicht schafft, euch selber davon zu überzeugen, aber vielleicht kurz davor seid, irgendwie in die Klinik zu gehen und denkt, Scheiße, ich muss echt nochmal abnehmen, weil ich bin ja nicht krank genug oder was auch immer. Dann guckt euch dieses Video an, erinnert euch daran. Es macht keinen Sinn, noch mehr abzunehmen, um dann doch wieder noch mehr zunehmen zu müssen. Es macht keinen Sinn. Vor allem, das Ding ist ja, in der Klinik werdet ihr nicht magisch gesund gemacht. Ihr müsst euch da auch selber gesund machen. Das heißt, sich jetzt noch mehr nicht mit reinzusteigern, sich noch kränker zu machen, hilft nicht, weil ihr müsst euch auch in der Klinik selber wieder rausziehen. Versucht lieber schon mal gegen eure Krankheit zu arbeiten. Versucht lieber schon mal die ersten Schritte zu machen in Richtung Genesung, denn die verdient ihr definitiv immer. Lasst es euch gesagt sein. Ich bin im Normalgewicht, ich kenne die dummen Kommentare, aber trotzdem verdiene ich es, gesund zu werden. Ich verdiene jede Hilfe und ich bin immer krank genug. Es sei denn, ich bin gesund. Aber dann muss ich auch nicht mehr gesund werden, denn dann bin ich ja schon gesund. Okay. Ich hoffe, dieses Video hat euch irgendwie geholfen. Das würde mich sehr freuen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich sowieso immer sehr. Und schreibt auch noch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon solche Gedanken hattet. Und wenn ja, in welchen Situationen, dass man nicht krank genug ist. Und, oder beziehungsweise auch wofür. Vielleicht für eine Klinik, für Hilfe oder zum Genesen. Falls ihr dieses Problem noch nicht hattet, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.